So, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 2 an diesem wunderschönen Dienstag. So, mit Claire Redfield wieder mal am Start und so einer komischen Frisur gerade bei mir. Es liegt daran, immer wenn ich dusche, legen sich meine Haare immer so hin. Und ja, und ich, die sind ja noch nicht irgendwie nach oben gestylt oder so, die sind jetzt einfach so, die liegen automatisch immer so, so. Denn ich hatte damals einen Pony gehabt und jetzt leider nicht mehr. Also leider nicht mehr, aber ich finde es irgendwie, sieht eigentlich gar nicht schlecht aus, aber naja. Los geht's, weiter. Wir sind hier stehen geblieben und Sherry, ach stimmt, Sherry ist ja verschwunden. Immer diese kleine Göre. Wohin läuft die denn? Ich hab die Zombies komplett vergessen. Digga, hier, willst du meinen Arsch haben? Hä? Willst du meinen Arsch haben? Hier, guck mal, willst du meinen Arsch haben? Nein. Guck mal, Arsch nicht. Nein, meinen Arsch bekommst du nicht. It's too beautiful for you. So wie ich es weiß, hatte... Hat sich damals mit Leon nicht diese Sicherung reingepackt? Oder wieso geht das jetzt nicht? Willst du mich verarschen? Okay. Dann muss ich wohl schon wieder die Sicherung reinpacken. Wieso? Leon ist doch schon hier. Wieso soll ich das denn nochmal machen? Oh, nee, das Spiel liebt mich einfach über alles. Oh, danke. Was haben wir denn hier? Ah ja, die Sicherungsklemme, natürlich. Leon hat das auch gar nicht gemacht, ne? Ich check das Spiel nicht mehr, ey. Ja, so, die Sicherungsklemme, ja, das weiß ich. Das müssen wir warten. Danke. Jetzt haben wir die Hauptsicherung. So, das heißt, wir gehen jetzt wieder zurück und stecken die da rein. Es ist auch gar nicht so, dass wir das mit Leon davor nicht gemacht hatten. Natürlich. Natürlich. So, jetzt tun wir das wieder rein. Vor allem wieder. Oh, wir haben wieder Strom. Ich finde das immer nur witzig, wieso Leon und Claire sich nicht über den Weg laufen. Das verstehe ich aber nicht. Das wäre einfach, das wäre ziemlich geil. Wenn es so einen Koop-Modus geben würde, bei Resident Evil 2, wo halt Claire und Leon sich über den Weg laufen können auch. Ich hab was Schönes für euch. Ihr werdet jetzt brennen. Kommt her. Oh oh. Ach, das war das. Das andere habe ich schon getroffen. Okay, das ist gut. Ich hoffe, die sind jetzt komplett am Arsch davon. Sind jetzt verbrannt. Ach scheiße, und ich glaube, ich musste... Nein, Claire hat nicht diesen Feuerzeug. What? Okay. Dann müsst ihr es wohl auf die harte Tour machen. Ihr werdet jetzt brennen, Zombies. Brennen werdet ihr in der Hölle dann. Motherfucker. Oh, Kacke.
Oh oh. Okay. Jetzt solltet ihr auch brennen. Oh oh. Diese Zombies sind ein bisschen hartnäckiger. Oh Gott. Die Zombies sind so schlimm, jetzt mal ernsthaft. Natürlich liegt auf einmal hier ein Laborschlüssel. Einfach so. Ja klar. Wieso nicht? Das haben wir schon gelesen. Bla 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 bla. Okay, Flüchtwege, ja. Was haben wir da? In den Schränken. Armbrustbolzen. Naja, nice. Ja, nice. Und hier steht, ja, Benutzerregistrierung, Guest, ja, bla bla bla. So. Ach, Leon hat das schon getan. Ja. Ich hoffe, die Licker, die da drin sind, sind tot. Denn ich habe sie getötet. Nein! Sag mal, bin ich blöd? Nimm! Nein, nein, nein! Digga! Gott, ich hab's jetzt so Angst gehabt, dass ich jetzt sterben werde. Das gibt's nicht. Ich hatte die Licker getötet, willst mich verarschen? Nee, das ist so eine dreckige Verarsche einfach. Reg dich nicht auf, es ist nur ein Spiel. Nur ein Spiel. Und dennoch ist es das geilste Spiel ever. Also Resident Evil einfach ist einfach nur geil. Resident Evil 1 bis 3, hammergeile Spiele. Hammergeile Spiele. What? Ich sagte, du sollst in der Hölle schmoren. Und nicht wieder auferstehen. Oh. Nein! Nicht! Zum Glück haben wir Granaten. Und es sieht nicht schön aus. Ach, Digga. Komm her. Oh, ich hab den da hinten auch getroffen. Wie oh Gott. Ich hasse diese Dinger. Die halten so viel aus. Gott, drei Schüsse brauchen die Teile. Na Gott sei Dank. Das Spiel ist wirklich schwer, muss man sagen. Aber zum Glück bin ich Pro genug, um das zu schaffen. Ich hab diese Teile sowas von gesuchtet damals, ey. Hier gibt es ein Lager. Ja, 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 ja. Ja. Oh, danke. Gott segne dich. Eine Kiste. Boah, jetzt ernsthaft, ich habe so viele Armbrustbolzen. Wieso benutze ich. Digga, wieso benutze ich nicht die Armbrust? Bin ich blöd? Meine Fresse, ich habe so viele Armbrustbolzen, aber ich benutze die nicht. Mann, bin ich blöd.
Ah, rote Kraut, Superkraut. Achso, schon, wir müssen uns ja noch registrieren. Und ich glaube, es ist jetzt der letzte Part von Resident Evil 2. Glaube ich, hoffe ich, weiß ich nicht. Hallo, Riesenmotte. Digga, was geht? Verpiss dich. Oh, Kacke. Okay. Stirb, du fucking Viech. Verpiss dich. Nein! Ugh. Oh Gott, ich habe schon so viele Armbrustbolzen an dem aus verschwendet. Oh Digga, wieso willst du nicht sterben? Was? Okay. Okay. Ugh. Nein. 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 Es geht weg. ...69 Patronen. Wieder mal. Ja, ja, aha, aha, interessant. Mhm, 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 mhm. Ups. Okay, danke schön. Mir fällt so auf, diese Motte ist bei Resident Evil 2 nur an dieser einen Stelle. Nur an dieser einen Stelle ist diese Motte. Ansonsten taucht die nicht mehr auf. Ich weiß nicht, wieso ich hier reingehen muss, aber YOLO. Ich meine, da liegt ja immer... Ah, okay. Ach stimmt, die Zombies sind ja alle weg. Ah, okay, wir gehen da nicht rein. Wir gehen da definitiv nicht rein. Nein, 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 nein. Egal was da ist, wir gehen da trotzdem nicht rein. Wir brauchen den Scheiß nicht, der da ist. Nein, sagt es lauter mit mir. Wir brauchen den Scheiß nicht, der da ist. Sagt es lauter. Wir brauchen den Scheiß da hinten nicht. Sagt es lauter. Ich werde es bereuen. Wir brauchen bestimmt den Scheiß, der dort hinten liegt. Speicher den Shit hier. Wir werden bestimmt den Scheiß da hinten brauchen. Sesam, öffne dich. Ey, ich habe eine Überraschung. Sei doch nicht schüchtern. Oh my fucking God! Oh, Kacke. Scheiße, waren das viel. Ah, guck mal, wir brauchen doch den Scheiß, der da hinten liegt. Ich hasse diese Zombies. Wir brauchen doch den Scheiß, der da hinten drin liegt.
Frage ist, wo hält sich gerade Leon auf? Wo zum Teufel ist dieser Schlawiner denn? So, packen wir mal die Armbrust weg und benutzen mal was Neues. Rote Kraut, nein. Wir nehmen jetzt mal die Minigun. Okay, die MG. Nein. Annette! Where's Sherry? But I asked her and she's never even heard of the G-Virus before. Which room? Tell me. Sherry! Uh-oh! Nein! No! Annette! The sample's inside the pendant Sherry's wearing. Scheiße! Wieso belästigt dieser fucking Mr. X sie? Oh Gott, nee. Nein. Nein. Oh nein! Den Penner hole ich mir. Ey, Penner, ich hol dich jetzt. Mr. X, ich weiß, du hörst mich nicht, aber ich hol dich, du fucking Penner. Du wirst Sherry nichts antun. Wenn du Sherry es antunst, dann gibt's etwas, was vom Feinsten. Es nennt sich russische Schläge. Russische Faustschläge sind die stärksten. Wir speichern hier mal lieber. Ey, schau. Nein. Heute wird nicht geknuddelt. Nee, nee, nee. Hoffentlich weiß Annette, wo ihre Tochter ist. Ich habe so eine leichte Vermutung, wo sie ist. Ich habe nämlich Resident Evil 2 ein bisschen lang noch nicht mal gespielt, aber ich glaube, ich weiß. Ich glaube, ich weiß, wo sie ist. Erinnert euch noch da, wo wir die Kiste geschoben hatten? Da war eine verschlossene Tür gewesen. Ich denke mal, mit dem Schlüssel kann man es aufmachen. So eine leichte Vermutung. Und ich glaube, das stimmt sogar. Ach ja, wie ihr es gerade im Hintergrund sehen könnt, es ist wieder alles normal. Die Couch, das Sofa, alles ist wieder an ihrem rechten Platz. Die Schränke sind nicht mehr so weit vorne und meine Stimme hat kein Echo mehr. Das ist sehr geil. Also Annette war hier anscheinend nicht gewesen, sonst wäre dieser Lift schon unten gewesen. Das heißt, sie sucht gerade woanders nach ihr. Aber wie zum Teufel ist sie da hingekommen, frage ich mich. Ja, geht doch. Wie zum Teufel ist sie da hingekommen? Sherry! Help me, Claire! Oh, Mr. X, du bist so ein Dreckskerl. Wusstest du das? Lauf weg, Sherry. As for you, come and get it. I've got what you want. Come on. Here. This is what you're looking for, right? Fine. Then go get it. Nice. Gut gemacht. Oh. The self-destruct sequence has been
announced to be aborted. All employees proceed to the emergency car at the bottom platform. Das wird wirklich der letzte Part von dem Spiel. Ist irgendwie ein bisschen traurig. Ein bisschen. Ich werde Resident Evil 2 vermissen. Naja, danach kommt Resident Evil 3. Sherry? Ich erinnere mich wieder. Sherry! Where is she? Ja, ich weiß nicht, sie ist ja in diesen Lüftungsschacht reingekrochen und irgendwo verschwunden. Ich habe keinen blassen Schimmer. Annette darf jetzt glücklich sein, dass ich ihre Tochter gerettet habe, aber leider ist sie ja gestorben. Es ist wirklich arschlaut. Wir haben ja immer noch diese Laborschlüsselkarte. Wir können die immer noch einsetzen hinten. Ist ja nett, liegt sie jetzt eigentlich da. Oh Kacke. Es ist schon passiert. Mom! Sherry. You have to escape. I know I've been a terrible mother, but I still love you. Forgive me. Oh, komm jetzt auf. Sherry, we have to go now. Ihr Fieber ist deutlich zurückgegangen. Sie scheint jetzt zu schlafen. Fuck. Oh, Scheiße. Ich hab doch den zweiten Fingerabdruck gemacht. Ich wollte doch noch Dings da hingehen und das machen. Willst du mich ver... Ich hab den zweiten Fingerabdruck gemacht. Oh nein, musste ich da vorher gehen oder was? Ach komm schon. Ich wollte doch noch die Schlüsselkarte. Ich wollte noch Dings die Schlüsselkarte und das Teil noch da einsetzen. Willst du mich verarschen? Ne, wartet mal kurz. Alter, ich wollte das machen. Willst du mich verarschen? Komm mit, Sherry. Ich wollte noch den zweiten Fingerabdruck. Sherry? Hör auf, da zu scheißen, jetzt komm! Wir suchen irgendwann mal eine Damentoilette für dich. Sherry, was? Okay, okay. Dann gehe ich da nicht hin. Wenn das Spiel das nicht möchte. Danke. Ich habe meinen zweiten Fingerabdruck gemacht, aber ich kann jetzt nicht mehr zurückgehen. Gut gemacht, Spiel, du bist geil.
Ich habe mich jetzt so gefreut, was da jetzt sein wird, aber nein! Dann nicht! Die Pistole brauche ich eh nicht mehr. Wo ist mein Granatwerfer? Jetzt müssen wir uns aber entscheiden. Wartet mal kurz. Ich glaube, den lasse ich dort. Dafür nehme ich zwei Erste-Hilfe-Sprays. So, wir sind jetzt kurz vor dem Ende des Spiels. Dankeschön. Ja. Nett. Und Leon kämpft gerade gegen dieses Viech da. So, ich möchte aber nicht unbewaffnet gehen. Na toll, wir brauchen Strom natürlich. Ja, super. Geil. Natürlich. War so klar gewesen. Es bringt mir nichts, dahin zu gehen. Oh Gott, das kann so nerven, diese ständige Warnung. Ich erinnere mich wieder. Es wird sehr schön sein. Plattformschlüssel, geht doch. Ich weiß schon, was ich... meine Kopfschmerzen werden sich gleich melden. Oh, komm, hör auf. Oh Gott, das kann sowas von nerven. Diese ständige Warnung. Kann bitte ein Ende haben. Oh Gott, das nervt so. 5 Minuten until detonation. Sehr schön. Genau, warte, jetzt kämpft, also jetzt wartet gerade Leon auf den Aufzug dort. Und kämpft jetzt gerade gegen William. Und ich muss jetzt da hingehen. Und den Zug in Bewegung setzen. Und das schnell. In 5 Minuten fliegt ja alles in die Luft.
Fuck! Nein! Jetzt erinnere ich mich wieder. Oh nein, die liegen woanders. Shit! Warte. Ich glaube, ich weiß noch, wo die sind. Ich glaube es. Ich hoffe es. Oh, danke. Danke, die brauche ich. Ja. Oh, zum Glück habe ich zwei Plätze noch gehabt. So. Wieder zurück. Und speichern. Danke. Hallo Mr. X, schön dich wiederzusehen. Du bist so sexy. Oh. Bitch. Wie kann das wagen, mir einen Bitch Slap zu geben? Kacke. Ah, fuck it! Fuck it! Kacke, kacke, kacke. Oh nein! Oh! Who are you? Danke! Ich sag euch mal, wer das war. Es war Ada. Ada fucking Wong. Hasta la vista, baby! Big guy. Boom, Bitch. Jetzt ist er down. Für immer. Gott sei Dank. Ja, okay, das ist sehr gut. Ich sehe gerade aus dem Augenwinkel, dass mein Kater verzweifelt versucht, die Tür aufzumachen. Auch hier kannst du rausgehen, mein Gott. So, jetzt müssen wir uns aber ganz dringend verpissen. Wir haben zwar noch genug Zeit, aber... ja, passt schon. Oh Mann, ich kann es immer noch nicht fassen, dass das das Ende ist von Resident Evil 2. Man hat sofort erkannt, dass es Ada Wong ist, weil... ihre Stimme ist, also, das war einfach nur, das war einfach ihre Stimme gewesen, das ist Ada gewesen. Da, oh, natürlich. So, jetzt werden die Zombies zum letzten Mal gefickt. Mit Säurepatronen. Hey, Bitch! Ihr werdet Leon nicht verhindern. So. Down. Ja, drück. Ja, komm!
Ein bisschen langsamer. Ich habe den ganzen Tag Zeit. So. Jetzt verpissen wir uns. Komm los, schneller, 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 Umbrella, Ella, Ella. Los, ja. Ja! Süß. Claire. Sherry. Aber freut doch nicht so früh. Denn wir haben einen Überraschungsgast bei uns. What was that? Okay, ich würde mal sagen, ich gehe mal, ne? Warning. Biohazardous outbreak imminent. The emergency system has been activated. This train will detonate. Kacke. This train will detonate. No! What's wrong with this thing? I don't know. The door won't open. William! Und ich habe damals gedacht, als ich die Resident Evil 2 zum ersten Mal gespielt hatte, dass du endlich tot bist von Leon. Aber nein, du musst ja immer noch leben, du Scheißteil. Und du siehst noch geiler aus als vorher. Boah, siehst du geil aus! Oh Gott! Boah, du turnst mich so an! Bist so geil! Oh yeah, mach weiter! Oh geil, vierte Tentakel sind ja noch besser! Oh mein Gott, wie geil das. Oh Gott, William. William, du bist so ein geiler Schlawiner, so ein geiler. Oh Gott, ey. Oh. Scheiße. Warte, wir ballern, machen einfach Dauerfeuer. Stirb! Man kann einfach bei denen sagen, der kann nicht sterben. Der wird immer wieder regeneriert. Und er ist noch lange nicht tot. Ich will das Teil, ich will dieses... Diese Flüssigkeit nicht anfassen, bitte geh. Danke. Warning, warning. The self-destruct system has been activated. Each train compartment will detonate sequentially. Repeat. What?
Ah, guck mal, William ist wieder da. Sherry, get back! That's what I call ugly. Claire, where are you? You don't give up, do you? Sherry, what are you doing? We have to stop the train, right? I can do it. Sherry! Persistent, aren't you? Well, come and get it. Oh, Leon, dieser Blick gefällt mir. Dieser Blick gefällt mir. Leon ist gerade der Beste. Verschwindet. We've got to get out of here. Move it. Go. Leon S. Kelly ist der beste Resident Evil Charakter, den es jemals gab. Scheiß auf Chris Redfield. Boom, bitch. Jetzt ist er down. Für immer. That was a close one. That was pretty impressive back there, Sherry. It was nothing. I saw someone do that on TV once. We've got to move out. Now what's the problem? Is something following us? Hey, we still have a job to do. Let's go. Go? Oh, you can't mean... Chris, I have to find you. Und Leons Plan, also wenn man zuerst mit Claire und dann mit Leon gespielt hätte, dann hätte Leon gesagt, wir müssen Umbrella aufhalten. Und das wird Leon machen. Trotzdem, geiles, hammergeiles Spiel. Oh, wie geil. So, wir genießen nochmal die Credits. Würde ich mal sagen, das war's dann schon von mal von Let's Play Resident Evil 2. Wir sehen uns am nächsten Dienstag zu Let's Play Resident Evil 3 wieder. Bis dahin. Tschüss.